kannst dich extra anmelden. Okay, ich versuch's einfach mal. Also, ich möchte weg davon, dass man da hingeht und einfach nur Randale macht oder irgendwie Lärm macht oder sagt, ihr bösen Presseleute, sondern mir ist es ein echt Anliegen, seid kreativ, lasst euch was einfallen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Idee mit dem Sarg vortragen, Pressefreiheit ist cool. Ich bin auch dahin gekommen, es reicht nicht nur an dem Tag einen Flashmob vor den Pressezentralen zu machen, für die Leute, die nicht vom Rechner wegkommen, auf jeden Fall wieder irgendwie informiert, spammt die Presse voll, mit Bitten, mit Hilfe rufen, dass sie uns doch unterstützen mögen, diesen Krieg zu verhindern oder ähnliches. Für die Leute, die irgendwie nicht irgendwo anders hinkommen, verteilt in eurer Stadt Flyers und so weiter. Was ich auch gemerkt habe, was mir eigentlich noch viel wichtiger ist bei dieser Aktion ist, mir geht es darum, dass wir uns darin üben, selbstverantwortlich, basisdemokratisch und so weiter zu werden. Und dass wir lernen, eben nicht mehr zu konsumieren, in diesem Konsumbewusstsein zu fahren. Ich habe das lange Zeit gehabt, ich habe mir immer nur reingezogen, was blöd läuft in dieser Welt, unheimlich viel Leid, unheimlich viel Verbrechen, unheimlich viel Zusammenhänge und Hintergründe dazu, mir immer nur reingezogen. Und das macht einen total frustriert. Und diese Mahnwachen geben einem endlich die Chance, das zu transformieren, sage ich jetzt nochmal, zu ändern und in eine neue Richtung zu gehen. Und zwar einfach was zu tun. Und zwar in einem schönen, mit einer schönen Energie. Jedes Mal, wenn ich hier bin, geht es mir danach ein Stück besser, euch zu sehen, dass es jeden Tag mehr Leute sind, mit wie viel Liebe und Verständnis wir hier miteinander umgehen. Genau. Und Toleranz natürlich auch. Genau, und jetzt einfach, viele haben mich jetzt gefragt, ja, wie soll das denn aussehen? Ne? Wie soll das denn weitergehen? Und da geht es mir wirklich ganz konkret darum, lass es ein Training sein für selbstständig handeln, für sich selber handeln, für aus sich selber heraus handeln. Ich möchte nicht mehr die Frage bekommen, wo findet das statt? Ich möchte nicht mehr die Frage bei mir in der Gruppe oder an mich selber gestellt, was kann ich da tun? Das habt ihr falsch verstanden, Leute. Ich stelle mir das so vor, dass jeder für sich, und wenn der eine irgendwie da mit einem Teppich beten möchte und der nächste daneben irgendwie ein Gebet murmelt oder der nächste daneben Kranz behält, der nächste einfach nur trommelt, schönes Lied macht, Musiksession, die nächsten sich zu fünft irgendwie zu einem Tanz organisieren. Jeder für sich, jeder soll sich selber überlegen, wie kann ich das ausdrücken, dass ich unzufrieden bin mit dem, was die Medien machen. Nee, jetzt halt. Danke. Okay. Es ist überhaupt nicht in meiner Verantwortung. Ich sehe es auch nicht ein. Ich habe eine Gruppe, eine Veranstaltung geöffnet. Da steht ein Street. Irgendwie, bitte tragt euch hier ein, was ihr vorhabt, damit andere Leute sagen können, oh, da mache ich mit oder so. Oder wo ihr es vorhabt. Ich schreibe da nichts rein. Weil ich weiß, wo ich hingehe am 3.10. oder überleg's mir mit anderen Freunden zusammen, wo ich weiß, die kommen mit mir mit. So. Und ich will nichts vorkauen. Und mir geht es darum, dass wir uns selber transformieren vom Konsumbewusstsein weg hin zur, wie es so schön heißt, totalen Verantwortung. Und was ich super interessant finde, dieser Gedanke einfach mal wieder zu spüren, wie viel Kraft, wie viel Macht wir haben. Es geht ja eigentlich darum, dass wir nur einen Gedanken im Kollektivbewusstsein kippen. Und dieser Kollektivgedanke ist einfach, ich kann nichts tun, ich bin zu klein, ich bin ja nur ein Bürger, was soll ich schon machen, was kann ich schon ändern? Das hört ihr alle jeden Tag immer wieder von euren Freunden, Verwandten, Bekannten, wenn ich hier Flyer verteile, ist immer dieselbe Antwort. Und ich möchte in das Gefühl für mich auch selber durch diese Aktion reinkommen, ja Mann, ich kann unheimlich viel verändern, wenn ich an mich glaube. Und ich möchte einfach, dass jeder für sich daran glaubt, dass es Sinn macht, was zu tun. Und jeder für sich überlegt, wie er es tut. So, das muss keiner vorgeben. Entdeckt in euch diesen unglaublichen Schatz, der ihr wirklich seid. Und die wirkliche Macht, die ihr in euch tragt. Und geht in dieses Gefühl rein und geht raus in die Welt und steckt die Leute damit an. Das ist eigentlich noch ein Gedanke dahinter, diesen Aktionstag am 3.10. So. Und ja, und es gibt einfach, ne, viele verstehen diesen Satz immer noch falsch, was auch Lars oder Ken, so wie ich mitgekriegt habe, immer wieder darauf hinweist, ihr seid, sie stehen da oben immer, und dann gibt es immer noch Leute, die sich da dranhängen und die konsumieren und die erzählen, das ist Blödsinn, Leute. Jeder, wie gesagt, jeder, der hier sitzt,
kann genauso viel dazu beitragen. Jeder ist eingeladen, zur Oga-Gruppe zu kommen. Egal, was für Vorerfahrungen ihr habt, egal, woher kommt, welches National, ist völlig Wumpe so. Glaubt an euch, glaubt daran, dass ihr jetzt was tun könnt und dass ihr eine unglaubliche Macht in euch tragt. Weil das ist, es reicht, wenn einer, ne, wenn es wirklich so war, die Geschichte mit Jesus stimmt, überlegt das mal, das war ein Mensch. Ein Mensch, der sich wirklich transzendiert hat. Der wirklich irgendwie das totale Potenzial des Menschseins ausgeschöpft hat. Wie viel er damit erreicht hat, wie viele Leute er über Jahrhunderte damit bewegt hat, so, das könnt ihr alle, jeder kann das, und das hat er damit gemeint, wenn er gesagt hat, folgt mir nach, so, oder ihr werdet dieselben Taten verbringen. Nein, so. Nichts anderes, nicht hinterherlaufen, sondern für sich vorweglaufen und sich selber verwirklichen. So, jetzt nochmal konsequent, also jetzt habe ich nochmal ausgedrückt, worum es mir bei der Aktion geht. Es ist ein Training für diese Bewusstseinsform. Und es ist einfach auch noch lange Zeit bis zum 3.10. Wer weiß, was da alles noch passiert ist. Wenn jeder sich schon mal irgendwo anmeldet, irgendwo in Deutschland für eine Location und da einen Vorschlag macht, was er da macht, können dann, falls es noch kritischer ist, falls noch mehr Leute wach werden, da mitmachen und da sich da inspirieren lassen. Dann gibt es da schon mal eine Basis. So. Konkret zur Orga nochmal für alle in Deutschland. Es gibt die Gruppe, da habe ich diese beiden Streets drin, irgendwie, ne? Wo? Und was? Vorschläge? Am besten konkret, ich möchte da und da das und das machen und so bin ich zu erreichen. Aber es wird dann in Zukunft über die Internetseite Braunschweig, Mahnwache-Braunschweig koordiniert. Und da steht das dann auch fest. Es geht ja nicht über Facebook weg und runter, sondern da kann sich dann jeder eintragen, so, ich habe mir jetzt was überlegt, da bin ich auf jeden Fall und möchte das auf jeden Fall machen und sich da eintragen, damit man eine Übersicht bekommt. Ansonsten, ich gehe auf Notfalls, wie gesagt, einfach alleine los, ist mir Wumpe. Ich habe diese Idee in die Welt gesetzt, ich möchte nicht, ja, nichts, ja. Es geht mir darum, dass ihr euch von dieser Idee anstecken lasst und euch selber überlegt. Also ich habe ein schönes Beispiel, nachdem ich das letzte Mal gesagt habe, kam eben jemand zu mir, ist jetzt nicht böse gemeint oder so, und meinte, ja, ich weiß was, irgendwie, wo man einen Tischler kriegt für diesen Sarg-Aktion, dass man den da mit dem Aufschrift Pressefight. Und dann meinte ich dem, ja, warum kommst du zu mir? Such dir 3-4 Leute, die mit dir diesen Sarg da hintragen wollen. Das hat doch mit mir nichts zu tun. Ich bringe doch nur die Idee. So, darum geht's. Bitte versteht das. Stimmt gar nicht. Ja, danke. Also am 3.10. Aktionstag. Lasst euch was einfallen, am liebsten wären mir Sternmärsche, wäre es auch, wenn ihr von der Stadt aus zu der Presse geht und die Leute unterwegs noch informiert und euch auch einfallen lasst für diesen Tag, auch nochmal eine sehr wichtige Idee, wie kann man aufzeigen, dass die Presse konkret lügt auf einem Blatt, auf einem DIN A4 Blatt, jedem Normalbürger, einfach beweisen, sie lügen, definitiv, und da gibt es keine Zweifel mehr dran. Natürlich. Ja, gut, danke.